Ja. Sie sehen, Mann und Frau sind nicht gleich und das hängt mit der Entwicklungsgeschichte von Mann und Frau zusammen. Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht. Der Mann stammt ja vom Affen ab. Er hat sich dann ziemlich weiterentwickelt, hat eine aufrechte Gang gesucht, hat sich Waffen, Sportgeräte, Golfschläge etc. zugelegt und ist dann in den Vorstand von einer grossen Bank gekommen oder in den Bundesrat und hat so ausgesehen. Die Frau im Gegenzug hat eine ganz andere Entwicklung genommen. Sie hat zwar auch als Affe angefangen, hat sich dann aber angefangen ums Detail zu kümmern, ganz fein für die kleinen wichtigen Sachen im Haushalt. Hat sich auch mit der Innenarchitektur angefangen beschäftigen. Und sehr, sehr interessiert an der Kleinigkeit im Haushalt. Er hat geschaut, dass schon damals in den Dorfgemeinschaften, dass es keine Intrigen oder dass es Intrigen gibt, hat Bärli zusammengesucht etc. Also Mann und Frau sind nicht gleich. Das sieht man bei dem wunderbaren Beispiel sehr schön. Wir haben es da mit dem Bernie Ecclestone und seiner kroatischen Stabheuschrecke Slavica zu tun. Die diskutieren ja auf zwei völlig verschiedenen Ebenen. Und es war eine Liebesheirat. Also Geld hat keine Rolle gespielt. Ja, man fragt sich, was geht im Hirn von so einem Mann vor? Also man müsste vielleicht mal das Hirn vom Mann genauer anschauen. Was ist im Zentrum vom männlichen Hirn? Einfach eine kleine Kontrollfrage. Im Zentrum vom männlichen Hirn? Tack. Sex, Thema Sex. Ist interessant, wird immer wieder gesagt, das Thema Sex, aber Vorsicht, es sind immer wieder Frauen, die das sagen. Tatsächlich ist im Zentrum vom männlichen Hirn nichts. Nein, im Zentrum... Nein, sorry schnell. Im Zentrum des männlichen Hirns ist das sogenannte Zentral-Nichts. Nichts. Der Mann will nur da sitzen. Der sitzt im Prinzip in einer Art Museum drin, hat verschiedene Bilder, die ihn interessieren. Da ein grosses Bild Fußball zum Beispiel. Da hat ein Auto, das interessiert ihn. Oder Bier. Und Bier ist ganz interessant, oder? Wenn jetzt die einzelnen Sektoren anfangen anschwellen, vorne das Hochzeitstagsverdrängungszentrum, dann nachher. Dann wird der Mann unruhig. Der fängt an zibbeln und zappeln, oder? Wenn es da den Druck gibt auf das Zentralnichts. Gerade angrenzend übrigens, der ohne schlechtes Gewissen einfach so Blumenkauf treibt. Ein Mann kauft nicht einfach so Blumen. Er ist nicht taktet für das, er ist nicht programmiert auf das. Ein Mann kauft etwas anderes, kauft einen Töff oder Golfschläger oder Zigarre, aber sicher keine Blumen. Das ist ja Unfug, so etwas, oder? Dann haben wir hier Beziehungsgesprächsvermeidungszone. Der Mann will, nehmt das vielleicht, jetzt soll ja nicht nur lustig sein heute, nehmt das als Learning mit heim. Der Mann will kein Beziehungsgespräch führen. Auch nicht am Morgen um 3. Das will er nicht. Ja, was soll er sagen, wenn die Frau morgen um 3 sagt, schlafst du? Ja, was soll er da sagen? Oder wenn sie ihm seine eiskalten Füße an die Oberschenkel pressen, dann sagt er, kalte Füße. Was soll er da sagen? Der Mann will keine Grundsatzdiskussionen führen. Schlafzentrum, er hat 8 Stunden Schlafanrecht. Ab Werk, er will, und das will er nutzen. Wenn jetzt einer 8, 9 Stunden gearbeitet hat, dann will er nicht am Abend noch 6, der will einfach nur Ruhe in seinem Museum sitzen und dann schlafen. Dann haben wir da hinten Hausarbeitswille. Ganz klein. Ganz klein. Und ich muss Ihnen sagen, meine Frau sagt, du hast wieder in einer Woche schon 8 Hemden und 12 T-Shirts gebraucht. Und wer leitet denn die ganze Zeit zusammen? Hast du das auch schon überlegt? Ja, ich habe recherchiert. Da. Zack. So schwer ist das nämlich gar nicht. So schwer ist das gar nicht. Gut. Dann haben wir da Zuhörfähigkeit. Der Mann hört nicht gerne zu, weil er nicht zutextet werden. Dann haben wir da Leute und Plan. Das ist ganz ein kleines Bild, interessiert den Mann nicht. Logisch, er hat dann nur eine ganz kleine Romantikwurzel. Romantik ist etwa, das ist jetzt von einem 8-Jährigen. Also früher war es natürlich gross gewesen. Aber wenn man 8 Jahre verheiratet ist, dann schrumpft die Wurzel ein bisschen. Ist schon noch gut, vom Aroma her, aber es ist schwierig, sie zu finden, muss ich ehrlich sagen. Also Romantik ist nicht das Thema, das den Mann in erster Linie interessiert. So, dann haben wir da Einkaufstaschen-Schleppbedürfnis. Der Mann tut nicht gerne Einkaufstaschen-Schleppen. Macht er nicht. Ist nicht für das programmiert. Und vorne dran haben wir das ganz interessante L'Oreal-Neuron. Ja, was ist das? Moment, wir machen einen kleinen Test. Stellen Sie sich konzentrieren auf das folgende Bild. Stellen Sie das auch fest. Kein Mann schaut der Frau auf die Frisur. Macht er nicht. Er schaut nur immer auf die Augen. Der Mann ist nicht taktet für so etwas.
Und dann haben wir da noch als Kleines vorne dran, ist die Sitzpinkel-Einsicht. Der Mann hat keine Sitzpinkel-Einsicht, gibt es bei ihm gar nicht. Weil er natürlich auch anders konstruiert ist, der hat ein Produkt davor, den will er nutzen. Das ist klar, oder? Wenn einer 450 PS am Auto hat, will er die auch rauskützeln, ist ja klar. Gut, also Sie sehen, wenn Sie das anschauen, Mann und Frau grundverschieden konstruiert. Frau, ein hochkompliziertes Fun-Tool. Extrem kompliziert. Und im Gegenzug, der Mann ganz, ganz einfach. Oder? Jetzt wird man natürlich auf den ersten Blick sagen, es kann nicht funktionieren. Kein Mensch kann, so, kann mit dem operieren. Aber doch, der Mann liest ja Gebrauchsanweisungen. Und kann darum also aus so einem Hightech-Fantum noch das eine oder andere rauskützeln. Auf der anderen Seite, die Frau, die keine Gebrauchsanweisungen liest, die kommt mit dem Matschlag, weil sie nur den einen Hebel. Und das Geile daran ist, man sieht immer gerade, ob er im Betrieb ist. Oder nicht? Voilà, danke vielmals. Es ist noch nicht ganz fertig. Wenn es die Frau kann, weißt du, Frank, kannst es du auch. Das werden wir sehen, oder? Ich brauche einen Tisch. Wahrscheinlich kannst du den Tisch darstellen. Okay, ich wichtig ist, dass man eine positive Grundhaltung hat gegenüber dem T-Shirt. Das ist natürlich blöd, wenn man schon sagt, hey, scheiße, T-Shirt, das will ich nicht zusammenlegen. Wichtig ist, dass man eine positive Grundhaltung hat. Und dann geht man in die tantrische Mitte, macht einmal so, hebt und dann nachher ist es zusammengelegt. Also so schwer ist es nicht. Danke vielmals.